Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, aka Toto, beim Clan The Newbies. Ihr seht das, ich bin mit dem Avatar immer noch bei The Newbies, denn der Clan ist so ganz, ganz ähnlich unseres TV-Clans und ich bin hier aufgrund eines Zuschauers oder einer Zuschauerschaft hier reingekommen. Also nochmals vielen Dank, ich fühle mich hier wohl, das merkt ihr auch, sonst wäre ich hier nicht so lange on und ich bin sogar MVP hier, mal wieder mit 6 Sternen. Aber egal, das berührt mich überhaupt nicht. Ich finde das hier ganz witzig, dass das hier so gemacht wurde. Und wir haben den letzten Clankrieg hier. Ja, eigentlich waren wir natürlich mal wieder im Nachteil. Denn hier unten 6 Angriffe zu wenig für uns, weil wir auf unserer Seite nur 3 RH8er hatten. Auf der anderen Seite waren dort 3 RH9er. Und dann, Mensch, das sind schon 6 Angriffe weniger. Aber die wurden hier mal so richtig cool kompensiert. Ihr seht das, 53, 44, also richtig stabiles Ergebnis. Und ich war auch wirklich stolz, dass wir das so geschafft haben, auch wenn einige hier richtig tief stapeln mussten. Also auch ich musste hier richtig tief stapeln. 13 auf 18, fangen wir ruhig mal an. Oder ich schaue mal, Vibo. Nee, ich fange mal mit mir an. It's Ego fängt mit sich an. Und ich habe gedacht, die Base hier, ja, sie sieht ja eigentlich recht einfach aus. Ne? Für mich 30er Queen, 25er King, richtig fette Hawks, also Max-Truppen hier für RH9. Aber so ein bisschen tricky ist die Base da doch schon, denn in den 4 Bauhütten hier hinten, da steckt ja nun Riesen drin. Ja, und die Clanburg kommt auch sofort, sobald ich den ersten Golem hier raus spamme. Also muss ich an der Stelle auch ein bisschen aufpassen. Hier unten, denke ich mal, in dem Bereich der Riesenkanone, der Kanone, stecken sicherlich Doppelbomben. Aber wir gucken mal, wie ich mich hier geschlagen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich da einen Riesen gesetzt habe. Die habe ich für was ganz, ganz anderes vorgesehen. War wahrscheinlich nur Verklicke, aber ich habe hier jetzt gleich 3 Magier nachgezogen, direkt zu Anfang. Ich habe ja gesagt, der erste Golem kriegt hier richtig Beschuss. Und 3 Magier hinterher, sofort die Queen und den King dahinterher. Jetzt habe ich hier das Loch schon mal aufgemacht für mein Killsquad. Und die Bowler laufen ja immer echt komisch. Das habe ich in diesem CK auch oftmals gesehen hier. Was machen die Bowler? Mensch, können die jetzt nicht mit reinrennen? Nein, die machen gleich den Weg nach außen. Aber die Golems sind mit drin, der King ist mit drin. Und warum gehen da diese ganzen Bowler jetzt raus? Es ist doch nicht normal. Die haben irgendwie ein blödes blaues Hirn. So blau, wie sie auch sind. Die hätten ja jetzt auch in der Base bleiben können und hätten dort den King ein bisschen mit unterstützen können. Denn den habe ich vergessen zu zünden. An der Stelle. Und komme aber dann trotzdem, wie eigentlich geplant, hier unten so ein bisschen mit meinen Riesen rein und den einen Hock. Also hier Doppelbombe weg. Zweite Doppelbombe weg. Die nächsten Hocks hier geschickt. Ja. Dann habe ich ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. Ich habe mir am Ende noch ein paar Larkis mit reingepackt, weil dieses komische Riesen-Event ja ist. Und ich habe gedacht, na, die Riesen da hinten mit den King, die können noch mal wehtun. Also am Ende noch mal ein paar Larkis gezückt da oben. Hätten es die Hawks jetzt nicht geschafft mit den Riesen und mit der Kanone, dann hätten sie Larkis halt gemacht, weil hier oben war überhaupt keine Luftbombe, das seht ihr gerade. Und so waren das hier, ja, von mir stabile 3 Sterne. Ich habe also 6 Sterne gemacht hier, aber wirklich im unteren Bereich. Wir mussten das so kompensieren, das ging nicht anders. Also ich konnte nicht 13 auf 13 angreifen oder so. Das hat nämlich jemand anders erledigt, nämlich der Sternmeerpirat, weil wir nicht so viele Angriffe hier an der Stelle übrig hatten. Und mal gucken, wie er sich hier geschlagen hat, denn ich habe auch nicht jeden Angriff hier gesehen, muss ich dazu sagen. Und sehe den einen oder anderen Angriff denn heute doch erstmal in der Aufnahme erstmalig hier. Aber mal gucken, ist ja auch eine ungewöhnliche Armee hier. Valkyren, ein Drachen, ein Babydrachen. Ja, könnte man ja meinen. Na, komische Kombi hier. Aber kommt hier natürlich richtig gut mit den Helden rein. Valkyren rein, Magier rein. Der Golem tankt dort also. Und meinen Lieblingszauber, wer ist es? Es ist der Erdbebenzauber, ja, den mag ich ja nach wie vor nicht. Ich hasse ihn. Aber ich werde ihn leveln, überall, weil man kann ihn auch verspenden.
So will ich es mal sagen an der Stelle. Und ich habe ihn auch schon mal, glaube ich, als R10 ein bisschen genutzt, um mir beim R11 so eine Mauermasse aufzusprengen. Und ich muss mal eben schauen, wie hat er das eigentlich hier am Ende gemacht? Ah, okay. Er hat sich den Babydrachen hier aufgespart und den Drachen, weil es lebt jetzt nur noch eine La hier. Und jetzt schickt er von hier den Drachen mit rein. Okay. Der hat natürlich richtig Healpoints an der Stelle. Und da können die Magiertürme hier ruhig raufschießen. Ich denke mal, das ist richtig Latte an der Stelle. Also schönes Ding, habe ich noch nicht so gesehen. Super Sache hier. Der Sternmeer-Pirat vom Clan The Newbies, wo ich im Moment mit meinem Avatar-Account bin. Ja, super gemacht hier, echt. Hatte ich nicht gesehen, habe ich nicht im Fokus gehabt. Ich habe hier einiges gesehen, muss ich sagen. Ich muss mal eben schauen, wo ich beibleibe. Ich bin hier schon relativ hoch jetzt angesiedelt. Nämlich beim Ensar, das war schon so im letzten Drittel dieses Clankriegs. Also auch dieser Clan hier startet ja die Clankriege sehr, sehr spät. Das heißt also, es wird sehr, sehr spät gestartet. Dementsprechend spät starten auch die Angriffe und man hat dann im darauffolgenden Tag, ich denke mal bis spät in den Abend, noch Zeit, Angriff zu planen und zu machen. Und der Gegner macht natürlich in der Zeit auch seine Angriffe und dann kann man so ein bisschen auf die Niederlagen des Gegners reagieren. Ja, wo man sieht, oh, Gegner fehlt, ja, macht nur ein oder zwei auf sichere zwei oder drei, dann kann man hier super agieren. Und das ist hier an dieser Stelle mal wieder richtig aufgegangen hier. Also ich das zweite Mal in dem Clan Newbies. Also seid mir das nicht böse, dass ich hier nicht im Moment mit dem Avatar in dem Clan Trueworth bin. Aber das war hier jetzt auch mein letzter CK. Ich habe es auch angesagt. Denn mein King geht jetzt endlich auf 26. Ja, ich habe so viel Dunkles gesammelt, weil ich gesagt habe, ich bleibe richtig lange mit meinem Char hier, weil es gefällt mir gut. Das Gefüge ist ähnlich wie bei dem Trueworth. Hier ist richtig was los. Hier ist, ich hätte fast gesagt, zu jeder Tages- und Nachtzeit jemand da, der dir auch Truppen spendet. Und egal, was du hier spendest, du bekommst es auch. Das ist auch hier ein ganz nettes Geben und Nehmen, denn hier spielen auch viele in der, nicht Heilige, aber ich glaube, der Fabi hier aus diesem Clan spielt unter den ersten 10 in DE mittlerweile mit. Also ist auch total irre. Ich habe auch viele hören und sagen sehen, Mensch, der Fabi, der hat sie nicht mehr alle. Aber ja, ist schön, dass der Fabi sie nicht mehr alle hat. Denn er macht hier die wichtigen Sterne auch im CK. Und das spricht dann von Erfahrung, dann auch aus der Erfahrung der Legendenliga. Und deswegen lasst den Fabi hier ruhig verrückt sein. Ja, es hilft euch. Ihr seht das hier. Also wirklich, wirklich super. Und tolle Angriffe hier. Ich war begeistert und habe mich auch richtig begeistert in diesen Krieg hier eingesetzt. Also immer wieder begeistert heißt ja auch so ein bisschen Motivation austeilen. So nach dem Motto, Leute, das packen wir ja mit unseren Devs, mit unseren guten Angriffen. Und so hat das hier, kann man nicht anders sagen, so hat das funktioniert. Während wir hier den Polarbär sehen, also Polarbär ist auch ein schöner, treuer Member hier, lange hier. Das merkt man. Man merkt das einfach in solchen Clans, dass die Leute lange hier sind im Clan, sich auskennen, sich wissen, wie der Einzelne hier tickt. Und eigentlich will ich hier nicht weg, aber ich muss hier weg. Also es tut mir leid hier für die Newbies, auch wenn der Passi von den Newbies mittlerweile kurz mal bei uns war für einen Tag, hat mal bei uns reingeschnüffelt, hat mal einen Friendly CK angefragt, ja. Können wir uns sicherlich mal für hingeben. Das ist sicherlich eine spaßige Sache. Und so ein bisschen Battle Challenge mal. Geht bei uns natürlich nur donnerstags. Mal sehen, wann es das nächste Mal wieder passt. Aber ich bin mit dem Passi hier in den sozialen Medien verbunden. Und deswegen glaube ich, dass wir dort sicherlich Kontakt haben. Auch untereinander. Und wir uns sicherlich wieder irgendwo im Stream oder so austauschen. Also man ist hier nicht außer Welt und ist, ja, das ist so, also die Newbies hier sind dem Trueworth 1 Clan ganz, ganz ähnlich. Also wirklich, wirklich ganz, ganz ähnlich, was Spenden angeht, Emotionen angeht, entlassen, neue kommen. Das ist, ja, das spiegelt sich fast wieder hier und das finde ich auch so schön hier an Clash of Clans, dass es hier sehr dynamisch ist, ja, dass
nicht irgendwo ein Clan da ist. Ich meine, klar ist das auch geil, ne? Du hast 50 Leute und die 50 bleiben bis zu Clan Level XX zusammen wie eine eingeschworene Bande. Aber ich glaube, das gibt's hier nicht. Und aber man merkt schon, dass hier in solchen Clans, da entwickelt sich so ein Stamm. Die sind lange da, die spielen lange zusammen, kennen sich vielleicht auch. Das ist ja bei uns auch so. Ich kenne ja nun auch einige von uns, wenn nicht nur aus den sozialen Medien, als auch ein im richtigen Leben oder zwei sogar im richtigen Leben. Und deswegen, also wirklich schönes Ding hier. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, weil ich ihn eben benannt habe, wo ich den Angriff denn vom Fabi finde. Hier finde ich ihn, ja, der war super wichtig am Ende, denn das waren hier richtig stabile zwei Sterne. Und nicht ohne Grund ist der Fabi hier, denke ich mal, unter den ersten 10 zurzeit in DE, denn der macht echt viel. Also ich glaube, der schläft nicht. Der boostet und pusht und ja, der pennt einfach nicht. Ich habe das hier mal so mitgekriegt, so nach dem Motto, ist noch jemand in 3 Stunden da? Und vom Fabi kam immer die Antwort, sicher, bin ich da. Also richtig, richtig cool hier. Das hat mich auch, ja, ein bisschen, na, nicht beeindruckt, aber es gibt ja auch verrückte Leute hier in Clash of Clans. Auch ich bin ja auch verrückt. Ja, viele in meinen Streams sagen ja auch, ey, Alter, 51, ja, Stream, Clash of Clans, was machst du denn hier? Also jeder hat so ein bisschen sein Tick, jeder hat so ein bisschen sein Fable, jeder hat so ein bisschen ein an der Meise. Das gehört dazu, glaube ich, zum Leben. Das ist so das, was das Leben auch auszeichnet. Man muss so ein bisschen verrückt sein, man muss so ein bisschen kitzeln, was erlebt haben. Ganz witzigerweise habe ich ja heute mal in diesem Clan hier gefragt, weil, nee, in unserem anderen Clan war es, habe ich mal gefragt, ja, jetzt geht mir der Groschen auf, so habe ich gesagt. Und habe gedacht, Groschen, das kennt doch gar keiner mehr. Wer kennt von euch denn noch einen Groschen? Ja, und dann haben wir das Geheimnis mal gelüftet. Und zwar kamen dann natürlich ganz, ganz viele Sachen plötzlich auf uns zu, auf uns ältere Generation. Groschen, Brauner Bär, Dolomiti. Und wie es alles so heißt, also so ein bisschen so, ja, aus unseren alten, netten Zeiten. Und ihr seht, dass die Miner hier in der Mitte, boah, Miner in der Mitte, richtig krass, schön das Rathaus mitgenommen, schönen Rest mitgenommen, da waren es aber schon jetzt über 50%, 53%. Und der Fabi hat hier, denke ich mal, absolut genauso geplant. Der Funnel war exakt, hier habe ich auch geschrieben, geiler Funnel, das ist auf jeden Fall ein Zweier hier. Und der war auch ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe echt jetzt viel aufgenommen an diesem Tag, um euch auch in meinem Urlaub ein bisschen mit Videos zu beglücken. Also ihr seht dieses Video, wenn ich schon, bye bye, ein bisschen unterwegs bin. Und ihr werdet dann in der Woche hier, habe ich so geplant, 2 Videos von mir sehen. Also es kommt am Dienstag und am Donnerstag kommt noch von mir eine Folge. Am Freitagabend oder in der Nacht bin ich sowieso wieder da. Und ich plane auch an Samstag mal ganz kleinlaut wieder einen Stream mit euch. Da muss ich mal gucken, wie ich so in Laune bin. Aber ich denke mal, das passt zur Zeit. Und bleibt einfach bei mir dran. Ich wünsche dem Clan hier so Newbies und unserem Clan und euch allen Clashern nach wie vor schönen Urlaub. Habt schöne Ferien, macht euch ein paar schöne, nette Tage. Bis dahin, euer Toto. Clasht.